hält er mich hin. 9 Möglichkeiten, um das herauszufinden. Man sollte denken, dass es einfach ist, eine simple Frage wie »Hält er mich hin?« beantworten zu können. Und dennoch ist das für gewöhnlich gar nicht so leicht. Wenn du keine Gefühle hast, dann ist es natürlich einfach, diese Frage zu beantworten. Aber sobald Gefühle im Spiel sind, dann täuschen uns unsere Augen und wir werfen unseren gesunden Menschenverstand über Bord. Wenn die Liebe unser Beurteilungsvermögen trübt, dann brauchen wir Hilfe in Bezug auf die Fragen, woran wir bei unserem Partner sind. Wir müssen wissen, ob wir nur eine Affäre haben oder ob es mehr ist. Hier sind ein paar Möglichkeiten, um herauszufinden, ob er dich hinhält, und ein paar hilfreiche Ratschläge. Erstens, er mag, dass du dir Mühe gibst, aber selbst will er sich nicht anstrengen. Er erwartet, dass du als Erster schreibst. Er hat kein Problem damit, auf deine Nachrichten zu antworten, aber die Initiative muss von dir kommen. Er schreibt selten als Erstes. Und du bist auch diejenige, die die meisten eurer Dates oder Aktivitäten plant. Sein Ego wächst mit jeder Minute stärker und er ist zufrieden mit dieser Situation. Er erlaubt dir, dass du etwas in ihn investierst, ohne dass er dir etwas zurückgibt. Wenn er nicht dazu in der Lage ist, eine Kommunikation aufrechtzuerhalten und dir zu zeigen, dass er sich auch bemüht, dann hält er dich wirklich nur hin. Eine Taktik, die du hier anwenden kannst, ist es, ihn einfach zu ignorieren. Das ist die einzige Möglichkeit, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen und um herauszufinden, ob er auf dich steht, aber einfach vielleicht nur zu faul ist. Männer sind von Natur aus Jäger. Bring ihn dazu, dass er dir nachjagt und dass er sich anstrengen muss, und mach es ihm nicht zu leicht. Er wird schneller gelangweilt sein, als du denkst. Alle Anstrengungen und Investitionen müssen beidseitig erfolgen, auch wenn es nur um das Schreiben geht. Wenn nicht, dann ist es besser, wenn du eher früher als später die Sache beendest. Zweitens, er bezeichnet dich nie als seine Freundin. Natürlich wird er dich nach ein paar Dates nicht als seine Freundin bezeichnen, aber wenn genug Zeit vergangen ist und wenn er alle Boyfriend-Vorteile erwartet und genießt, dann sollte er auch dazu gewillt sein, eurer Beziehung einen Namen zu geben. Wenn er um den heißen Brei herumredet oder das Thema wechselt oder komplett vermeidet, wenn du ihn danach fragst, dann verschwendest du nur deine Zeit mit ihm. Und wenn er nichts sagt, dann sagt das in Wirklichkeit eine Menge aus. Es besagt, dass er auf etwas Kurzfristiges und Lockeres aus ist. Stelle sicher, dass er weiß, dass du an etwas Festem interessiert bist, und wenn er seinen Mann nicht stehen kann und dich nicht zu seiner Freundin machen will, dann ist er deine Zeit nicht wert. Drittens, du hast das Gefühl, dass er nur dann Zeit mit dir verbringt, wenn er nichts Besseres zu tun hat. Schauen wir mal, ich melde mich bei dir, vielleicht, und ich weiß es nicht, sind seine Lieblingssätze, die er am häufigsten benutzt. Die gehen dir bestimmt mittlerweile auf die Nerven. Er gibt dir mit Absicht diese vagen Antworten, weil er nicht sicher ist, wie er zu dir steht. Diese Art von Verhalten besagt, dass er immer mit einem Fuß aus der Tür ist. Nun, du kannst ja sein Spielchen mitspielen. Mach es genauso wie er und zeig ihm, wie es sich anfühlt. Wenn er dich das nächste Mal darum bittet, dass ihr euch trefft, dann schreibe: Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, ich melde mich bei dir. Das wird ihn verwirren. Er wird sich nicht ändern, wenn du alles stehen und liegen lässt, nur um Zeit mit ihm zu verbringen. Das führt nur dazu, dass er dich und deine Zeit als selbstverständlich erachtet. Und tu nicht einfach nur so, als wärst du beschäftigt. Sei wirklich beschäftigt. Sei beschäftigt und mach dein eigenes Ding. Lass ihn warten, damit er dich sehen kann. Und wenn er es ernst meint, dann wird er dich vermissen und sich anstrengen, dich zu treffen, wenn es dir passt. Wenn nicht, dann hat er eben Pech gehabt. Aber zumindest wirst du dann nicht mehr hingehalten werden. Viertens,
Er steht mehr auf deinen Körper als auf deinen Verstand. Die meiste Zeit, die ihr miteinander verbringt, dreht sich um das Thema Sex. Eure Nachrichten sind mehr ein Vorspiel als normale Nachrichten. Er verbringt nie die Nacht bei dir, er haut immer vorher ab. Wenn er sich nicht dafür interessiert, wie dein Tag war, wie du so tickst und was deine Ängste, Hoffnungen und Träume sind, dann steht er nicht so sehr auf dich. Er interessiert sich für deinen Körper, aber nicht für dich. Diese Situation ist vielleicht auch bei dir so, wenn es nur so knistert zwischen euch. Aber wenn du tiefgehende Gefühle für ihn entwickelst, dann wirst du mit dieser Situation unzufrieden sein. Sprich es an und sag ihm, dass du nicht willst, dass sich eure Beziehung nur um Sex dreht. Wenn er deinen Körper genauso will wie deinen Verstand, dann sollte er dir beides bieten können. Und wenn nicht, dann zeig ihm, wo die Tür ist. Fünftens. Das bloße Ansprechen einer festen Beziehung führt dazu, dass er durchdreht. Er meidet dieses Thema komplett und du kannst deutlich sehen, dass es ihm unangenehm ist, wenn das Thema einer festen Beziehung angesprochen wird. Er hat vermutlich eine Phobie vor festen Beziehungen, was mit der Zeit verschwinden wird, wenn er noch jung ist. Oder wenn eure Beziehung noch kein bestimmtes Niveau erreicht hat, bei dem er den Drang verspürt, sich festzubinden. Vielleicht ist er aber auch strikt gegen eine feste Beziehung und wird sich niemals ändern. Dann ist er einer dieser Männer, die nicht für feste Beziehungen gemacht sind. Nicht nur für dich, sondern für niemanden. Wenn er keine feste Beziehung will, dann ist er vermutlich auch ein Mann, der dich hinhält. Wenn du denkst, dass deine Phobie vor festen Beziehungen temporär ist, dann vermeide das Thema. Gib ihm genug Zeit und Raum, damit er sich von selbst binden will. Manchmal kann eine Frau es schneller fühlen als ein Mann, dass eine Beziehung möglich ist. Vielleicht braucht ein Mann also nur noch ein wenig Zeit, damit er auch an den Punkt gelangt, dass er was Festes will. Doch wenn du denkst, dass seine Phobie vor festen Beziehungen endgültig ist, dann hast du ihm bestimmt schon mehr Chancen als nötig gegeben. Du und dein Mann haben unterschiedliche Vorstellungen davon, in welche Richtung sich eure Beziehung entwickeln soll. Du solltest also am besten keine Zeit mehr mit einer Beziehung verschwenden, die keinen Sinn macht. Sechstens. Er macht große Versprechungen, aber er hält sie nicht ein. Er ist ein Typ Mann, der immer Dinge verspricht, diese aber am Ende nicht einhält. Er hat dir versprochen, dass er sein Leben und sein Verhalten dir gegenüber ändern wird. Er sagt immer, dass er sich bei eurer Beziehung mehr Mühe geben wird und dass er sich bessern wird. Er bittet dich immer darum, dass du ihm mehr Zeit gibst. Er verspricht dir immer alles und schaut dabei so lieb, sodass du ihm glauben musst. Aber glaube seinen Worten nicht. Achte lieber auf seine Handlungen und dann wirst du erkennen, was Sache ist. Wenn er es ernst meint, dann wirst du nach einiger Zeit verstehen, dass seine Versprechungen nicht mehr als leere Worte sind. Und die traurige Wahrheit dabei ist, dass er sich niemals ändern oder die Dinge tun wird, die er dir versprochen hat. Er weiß vermutlich selbst nicht genau, wo er im Leben steht und was dich betrifft schon gar nicht. Er durchlebt momentan vielleicht eine Phase und er bittet dich darum, ihm Zeit zu geben, bevor er sich voll und ganz in eine Beziehung stürzt. Aber pass genau auf. Wenn du siehst, dass alles nur Schall und Rauch ist, dann macht er dir vielleicht nur leere Versprechungen, damit du weiterhin auf ihn wartest. Wenn du bemerkst, dass er sich nicht anstrengt, um sein Leben oder die Situation mit dir zu ändern, dann musst du dir selbst eingestehen, dass er es niemals tun wird. Siebtens. Er hat Probleme mit seiner Ex. Wenn du das Gefühl hast, dass seine Ex auch ein Teil eurer Beziehung ist, dann bist du nicht in der richtigen Beziehung. Beziehungen sind für zwei Partner gedacht, nicht für drei oder mehr. Du brauchst keine Ex-Freundinnen aus der Vergangenheit, die in deinem Alltag herumspuken. Er muss keine Gefühle mehr für seine Ex haben, aber sie kann ihn immer noch so beeinflussen, dass er immer noch die Folgen der vergangenen Beziehung spürt. Vielleicht ist sie immer noch eine seiner Freundinnen und er hat immer noch Kontakt mit ihr.
Es ist ganz natürlich, dass seine Beziehung mit ihr auch eure Beziehung negativ beeinflussen wird. Es wird ständig Fragen aufwerfen und Zweifel in eure Beziehung bringen. Und du brauchst ihren Schatten in deinem Liebesleben nicht. Wenn du einige dieser Symptome in deiner Beziehung bemerkst, dann musst du ehrlich und offen mit deinem Freund reden. Du musst ihn wissen lassen, dass dich die Situation mit seiner Ex belastet und dass dadurch eure Beziehung mit Problemen konfrontiert ist. Du hast vermutlich das Gefühl, dass diese Situation eure Beziehung stagnieren lässt. Du hast das Gefühl, als wäre er distanziert und du musst wissen, dass es keinen Abschluss geben kann, wenn er nicht mit seiner Vergangenheit umgehen kann. Rede offen mit ihm und finde heraus, wie er wirklich zu dir steht und ob es etwas gibt, das du tun kannst, damit sich die Situation, in der ihr euch beide befindet, verbessert. Achtens. Er will nicht bei dir bleiben, aber er hat nicht den Mumm, um das zuzugeben. Die beste Möglichkeit, um die Symptome zu erkennen, wenn er nicht mehr bei dir bleiben möchte, ist dann, wenn er sich drastisch verändert. Er macht alles anders als früher. Er findet Ausreden und ist immer zu beschäftigt, um dich zu treffen. Er schreibt dir keine Nachrichten mehr, er kommt und geht, wie es ihm gefällt, und er gibt sich auch keine Mühe mehr in der Beziehung. Er ist einfach nicht mehr da. Er möchte dich vielleicht nicht verletzen, aber sein Verhalten verletzt dich dennoch. Vielleicht ist er nicht stark genug, um dir zu sagen, dass er die Beziehung beenden will, und je mehr er es vor sich herschiebt, desto verletzter wirst du. Du weißt, dass du die Dinge nicht erzwingen kannst. Also geh direkt auf ihn zu und sag ihm, dass das so nicht mehr für dich funktioniert und dass dich die gesamte Situation traurig macht. Handle sofort und lass nicht zu, dass sich die Situation weiter verschlechtert. Wenn es nicht sein soll, dann machst du euch nur beide unglücklich. Wenn er an eurer Beziehung arbeiten will, dann ist das ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass ihm die Beziehung immer noch wichtig ist, damit er sich Mühe gibt und dass er das Gefühl hat, dass er die Beziehung mit dir retten will. Das Schlimmste, das du jetzt tun kannst, ist nichts zu machen. Denn das wird alles nur noch schlimmer machen. 9. Du hast das Gefühl, dass alles einseitig ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du die Einzige bist, die ihr Herz und ihre Seele in die Beziehung investiert, wenn es niemals genug ist, wenn du dein Bestes gibst und wenn all deine Anstrengungen nicht bemerkt werden, dann stehen die Chancen gut, dass die andere Person dich als selbstverständlich erachtet und dass die Person einfach daran gewöhnt ist, dass sie alles bekommt und nichts zurückgibt. Doch einseitige Beziehungen funktionieren nie. Hör auf damit, einer Person das Beste von dir zu geben, die nicht einmal den kleinen Finger für dich rühren würde. Liebe dich selbst genug, um eine Person zu verlassen, die dir nicht das Gefühl gibt, dass du ihr Ein und Alles bist. Wenn diese Person nicht die Intention besitzt, dich glücklich zu machen und dir das Gefühl zu geben, dass du sicher bist. Wenn du nicht wertgeschätzt wirst und schlecht behandelt wirst. Du verdienst die Welt und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Wenn du dich fragst, ob er dich hinhält, dann kennst du wahrscheinlich tief in dir drinnen die Antwort schon. Die Sache ist die, dass er dir sehr wichtig ist oder dass du so auf ihn stehst, dass du die Realität nicht mehr sehen kannst. Du würdest lieber bei ihm bleiben, als ihn zu verlieren. Aber du kannst nichts verlieren, was dir nicht bereits gehört. Wenn du sagst, dass du dich verändern möchtest und es macht ihm nichts aus, dann ist er nicht der richtige Mann für dich. Wenn er sich jedoch andererseits anstrengt, damit es mit euch beiden klappt, wenn er sieht, dass du nicht glücklich bist und er sich wirklich anstrengt, dann behalte ihn. Männer haben manchmal solche Phasen einer Beziehung, in denen sie tief und fest schlafen. Und dann brauchen sie die Worte einer Frau, damit sie wieder aufwachen. Wenn du ihm wichtig bist, dann wird er alles dafür tun, damit du an seiner Seite bleibst. Und wenn nicht, dann kannst du dir zumindest dessen sicher sein, woran du bei ihm bist. Und du wirst nicht mehr hingehalten werden.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine zwei Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.